Meine lieben Palimpalim, ja, zu einer kleinen, ich nenne es einfach mal Special-Folge, das ist es mir auf jeden Fall wert. Und ja, ich gehe ja stets davon aus, dass man mich eigentlich nicht mehr überraschen kann. Aber siehe da, der PlayStation Store hat es irgendwie geschafft, mich wirklich nochmal zu überraschen. Und zwar findet ihr dort jetzt jedenfalls im North American Store den großartigen Titel namens Cuties Hackett. In Deutschland kommt das, glaube ich, noch raus. Ich habe es mindestens noch nicht gefunden im deutschen Store. Aber dazu gleich nochmal mehr. Ja, Cuties Hackett. Oh no, someone stole my photos. Das ist natürlich, also gerade in der heutigen Zeit ein total lustiges Thema, ne? Wenn Handys vom, wenn Bilder vom Handy geleakt werden und so weiter und man plötzlich seinen nackten Arsch auf Facebook findet. Ganz, ganz witzig. Muss man unbedingt ein Spiel draus machen. Ja, gut, das zu dem Thema, worum es hier geht. Und genau, das ist die North American Version. Und jetzt haltet euch fest, jetzt kommt der absolute Knaller. Das kostet gar nichts. Es ist umsonst. Es kostet 0,00 Euro-Dollar. Ja? Nichts, gar nichts. Unfassbar. Und so viel zu dem Thema. Ach komm, dann lass die Kids doch irgendwas runterladen, was da umsonst auf der Konsole ist. Ja, ist ja alles hier so. Und dann kriegen sie so. Egal. Ja, ich spiele mit euch eine Runde. Das System sollte dem einen oder anderen bekannt sein, tippe ich jetzt mal. Und wir sehen, hier sind ein paar Charaktere. Da ist natürlich immer ein Einkaufswagen dahinter, logisch. Das gehe ich dann gleich später nochmal durch. Und wir nehmen jetzt mal die Angry Amber und machen das erste Foto. So, ja, worum geht's? Wir sind hier dieser Dordel und müssen so schnell wie es geht die Hälfte oder 70% dieses Bildes freilegen. Das hat jetzt nicht so gut geklappt, wie ich gehofft hatte. So. Und wenn wir dann die 70% Marke erreicht haben. Ach, guck mal, was wir da schon aufgedeckt haben. Ist es nicht herrlich? Da können wir doch stolz sein. So, hier nochmal einen Hopf. Und dann ziehen wir hier einmal durch und dann sollten wir hoffentlich auch mal ihr Gesicht sehen. Das wäre natürlich fantastisch. So, und ihr müsst natürlich mal aufpassen hier, dass euch diese fiesen kleinen Kugeln nicht erwischen. Das ist so ziemlich, ja, der Sinn für das ganze Spiel. Dahinter die, ich schaffe es einfach nicht, ihr Gesicht zu sehen. Jetzt haben wir sie, also wir kennen jetzt schon quasi alles von ihr, bloß das Gesicht, das gibt's doch nicht. Ich mach das nicht mit Absicht. Ich mach das wirklich nicht mit Absicht. Sie hat einfach kein Gesicht. Doch. Nein. Jetzt. Ah. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das haben wir geschafft. Dafür gibt's sogar eine Trophäe. Und zwar haben wir das erste Foto gehackt. Oh, wir haben sogar noch eine Trophäe gekriegt. Apropos Trophäen, gucken wir mal ganz kurz rein. Es sind, glaube ich, 11 Stück an der Zahl, soweit ich mich nicht erinnere. Es gibt keine Platin. Schade, schade, schade. Und hier haben wir ein 3-Star-Rating bekommen und haben ein Foto gehackt. Ja, und das kann man jetzt hier die ganze Zeit so machen. Man hat da schon Vorschaubilder, was in etwa da zu sehen sei. Wird. Und ja, ich möchte mal ganz kurz darauf zurückkommen, das Spiel ist ja kostenlos, aber tja, Sex sells, ne? Jetzt ist nämlich die große Frage, ich gehe mit euch mal in den Store und haltet euch mal fest. Obwohl, so schlimm ist es glaube ich gar nicht, aber dennoch, ich will es einfach mal ganz kurz zeigen. So, wir geben hier natürlich ein Cuties, da müssten wir das schon sein. So, und hier haben wir die Fotopacks, die wir uns jeweils für die PlayStation 4 und PlayStation 5 Version kaufen können. Ich möchte nochmal anmerken, im North American Store ist die PlayStation 5 Version und die PlayStation 4 Version kostenlos. Wie es in Deutschland aussieht, ich weiß es nicht, ob das Spiel überhaupt schon raus ist. Wenn nicht, ist glaube ich auch nicht so schlimm. Und hier können wir uns jetzt zum Beispiel, gucken wir mal hier, guck mal die Gitarristin. Die sieht doch scharf aus. Und jetzt zieht euch mal die Texte hier rein. Ja? Ein Groupie zu sein kann gewisse Vorteile haben und du wirst deine Idole treffen. Manchmal bekommt man sogar ein Autogramm. Im Falle von Joy können sie vielleicht mehr bekommen, als sie erwartet haben. Entschuldige bitte? Was? Gut, was haben wir hier noch? Wer sieht denn noch gut aus? Nehmen wir hier die Zockerin. Was hat die in ihrem Text?
Wenn Sie ständig spielen, ist es wichtig, regelmäßige Pausen einzulegen und sich zu regenerieren. Auf diese Weise kann die Controllerüberprüfung die Zeit zwischen den Spielsitzungen vergehen lassen. Überprüfen Sie unbedingt die Vibrationseinstellung. Also entschuldige bitte. Ja, das ist so der Kontext dieses ganzen Titels. Wollte ich euch einfach mal ganz kurz zeigen. Würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, wie viel Euro ihr jetzt da reinsteckt oder denkt ihr euch auch zusammen, was stimmt eigentlich nicht mit der Welt? Wenn euch das Ganze euch gefallen hat, lasst mir natürlich ein Däumchen da. Wenn ihr auch in Zukunft so großartige Titel hier nicht verpassen wollt, würde ich mich wahnsinnig über ein Abo von euch freuen. Und ja, schreibt gerne mal in die Comments, wie viel Pakete ihr euch dazulegen wollt. Also, bis zur nächsten Folge.